ein zwei Uruk-Armeen unterwegs. Schildträger in dieselbe Richtung marschieren sehen. Der Höhlensohn sagte mir, sein Karagor sei zart. Der Höhlensohn lügt. Ein Karagor kann man nicht sehen. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Wir sind da. Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es.
Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Willst du mir bei meiner Wache beistehen? Ich lasse doch meinen Ehemann nicht allein. Aber wenn du möchtest, kann ich den Karkost hochrennen und wir rufen uns von Turm zu Turm zu. Bleib bei mir, Liebste. Wir werden uns den Sonnenaufgang ansehen. Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Mein mir unbekanntes Haus der Elben. Ist dies nun mein Erbe? Woher kennt die Königin deine Vergangenheit? Das uralte Wissen ist überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie kann in beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. Natur gedeiht in Ordnung. Nie hätte ich gedacht, so viel Leben in Mordor zu sehen. So plant der dunkle Herrscher, seine Armeen zu ernähren. So viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Aasfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Ich habe einen Grauk über die Sklaven. Da ist unsere Spur. Speer zum Hinterhalt. Ich schrei nach Hilfe wie ein Lämm. Ist wirklich ein angsteinflößender Besuch. Warum nennst du sie Uruks? Du darfst den Yeah.
Ufer vor, von großer Anmut und dem Glanz der Elder erfüllt. Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein. Ich kenne diesen garstigen Gestank. Nachtgeschöpfe. Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Hier oben bleibe ich ungesehen. Fürchten die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Schatzkammer. Dein Erbe muss sich dort befinden. Gefertigt von Dunenherrscher selbst. Das Blut meiner Familie haftet noch immer daran. Wir wurden verraten. Seine Macht brennt wie Feuer und stürzt ganz Mittelerde ins Verderben. Gondor, was ist das für eine Kreatur? Thank you.
Der Sturm ist verflogen. Die Gefahr jedoch noch nicht. Wir müssen dieser Dunkelheit entfliehen. Diese Flammen werden sie aufhalten. Wir müssen ihn rechtzeitig erreichen. Wolltest du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden? Ich bin Torvin, der Bestienjäger. Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt sie dir nicht. Behalt es! Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan. Was du jagst, interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt? Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg. Erzähl mir von deiner Vision, Celebrimbor. Mit dem Wissen, das er mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer.
noch jemand den Gefangenen rennen? Zeit für die Jagd! Das hört sich nicht gut an. Fahren sicher nur. Du wirst gehorchen. Welch wunderschöner Stein. Der Turm ist wiedergeboren. Diese Orks töten schon dafür, wenn man sie schief ansieht. Meine Freunde lernen das gerade auf die harte Art. Freiheit! Danke. Wenn du den grauen Schleim aus den Sklavenköpfen isst, stellt dich das für den nächsten Kampf. Die anderen sagen, wenn du nur Fleisch von den Beinen frisst, macht das schneller. Es ist alles eine Frage, wie viele man ganz verschlingen kann. Frag nur den Sklavenmeister. Er hat heute Morgen zwei Ver- Nimm es! Die Währung des Landes! Klar, aber es ist die Währung Gondors. Wenn du es nicht willst... So war das nicht gemeint. Aber wie wäre es mit etwas weniger davon und etwas mehr von den Elbenkleidern? Reicht. Dumm wird Gondor nicht schützen. Diese Uruks interessieren sich nicht für Habseligkeiten. Sauron wird sich mit seinem Gold Verbündete in den Königreichen der Menschen erkaufen. Schleicht da jemand umher? Komm
kommst mir nicht. Ja, hab sie allesamt getötet und dem Grabwandler ihre Gedärme zurückgelassen.
Anichir, Gelae Mordor.